Als ich ein Kind war, wurde eine Gruppe von Jungs im Dorfladen beim Klauen erwischt. Mein Vater war außer sich, als er davon erfuhr. Aber ich hab doch gar nichts gestohlen. Vielleicht, sagte er. Aber du warst dort. Mein Name ist Peter Müller. Kommandant des Tigerpanzers 237. Und ich war dort. So bald alles vorbei. Müller! Sagen Sie mir, dass wir Nachschub kriegen. Und einen neuen Funker. Das wäre gelogen, Kerz. Ich lüge niemals, das wissen Sie. Das ist sehr anständig von Ihnen, Kommandant. Tja. Kommandanten können sich's eben im Gegensatz zu Fahnen nicht leisten, jeden Mist auszusprechen, der in den Sinn kommt, Schröder. Ja, Kommandant. Auf Ihre Position. Muss der dir eigentlich die ganze Zeit hinterherlaufen wie ein Streuner und? Er ist noch ein Kind. Dann hast du mir bestimmt die Parteilinie erklärt. Ich habe ihn nur daran erinnert, wer wir sind, Kerz. Vertrau auf unser Steck. Vertrau auf Deutschland. Vertrau auf uns. Halt! Kerz, los geht's! Warum sprengen wir nicht einfach die Brücke und halten die Amis auf der anderen Seite? Weil wir uns nicht zurückziehen. Wir rücken vor. Feiglinge. Gemeinsam sind wir stärker, vergessen Sie das nicht. Anton 1, vorrücken und unsere Streitkräfte am Bahnhof unterstützen. Anton 1, rücken Sie umgehend zum Bahnhof vor. Befehl bestätigen, Hartmann. Ja, Kommandant. Anton 1, dein Oberkommando, gehen jetzt in Position. Anton 1 geht jetzt in Position. Alles klar. Aufbruch. Jawohl, Kommandant. Fenster da im Auge.
Feindliche Infanterie vor Ort! MG-Feuer eröffnet. Station voraus. Alle Mann bereit halten. Anton 1 an Oberkommando. Schienen sind frei von Feinden. Gute Arbeit, Anton 1. Wir wussten, gegen einen Sieger haben Sie keine Chance. Rücken Sie jetzt auf der Hauptstraße vor und helfen Sie der Infanterie. Sie haben es gehört, Kerz. Vorrücken. Jawohl, Kommandant. Die Stadt zurück. Wir müssen die Truppen der Amerikaner ausschalten. Wie stark sind Ihre Verbände? Spielt keine Rolle. Sie sind uns nicht gewachsen. Verteidigungen zerstören. Mein Gott, das ist eine Falle! Mein Gott, Schnauze, Hartmann! Kerz, fahr
Fahren Sie von Deckung zu Deckung. Schröder, Hartmann, ich will, dass jeder Schuss sitzt. Sind wieder einsatzbereit! Was in aller Welt ist das? Keine Ahnung, irgendein Raketenpanzer? Schwärmen mit Raketenwerfer! Da! Bestätigte Treffer! Wir leiden Schaden! Kommen Sie voran, Kerz! Nur noch eine Sekunde! Geschafft. Das war der letzte. Sie haben es geschafft! Und ich kann nicht. Das war verdammt knapp. An alle verbliebenen Panzereinheiten. Feindeinheiten, denen Sie begegnen. Danach drängen Sie die feindlichen Truppen aus der Stadt zurück. Kerz. Ja, Kommandant. Schröder! Der Schuss ist abgeprallt! Diese Bastarde sind verrückt! Die haben keine Chance gegen Tiger! Yeah.
Feuer, Shermans! Das sind so viele, Herr im Himmel. So viele! Sie haben Panzer, aber wir haben einen Tiger. Wir haben es geschafft! Bericht. Hier werden wir uns nicht lange halten können. Jemand muss da raus, uns einen Weg suchen. Schicken Sie Hartmann. Wovon zur Hölle reden Sie da? Der Mann ist nicht in der Verfassung. Vertrauen Sie auf unsere Stärke. Das waren doch Ihre Worte, oder? Keine Schwäche, keine Sentimentalitäten. Oh, ja, Gott noch mal. Sie sind zu wichtig. Das können wir nicht riskieren. Und ich bediene das Geschütz. Dann mache ich das eben. Nein, Sie müssen fahren. Aber Hartmann, der ist doch eh angeschlagen. Austauschbar. Wollen Sie ihn wirklich da rausschicken? Hartmann! Ja? Steigen Sie aus dem Panzer. Suchen Sie uns da draußen einen Weg ins Freie. Ach Gott, nochmal, Müller, nein, der Mann ist nicht in der Verfassung! Bitte, Peter. Ich kann wirklich... Raus aus dem Panzer, Hartmann. Ich möchte, dass Sie Ihre Pflicht tun. Und das gilt für jeden hier.
Was, Hauptmann? Wo ist der hin? Der desertiert. Das wissen Sie doch gar nicht. Ruhe! Hören Sie das? Bewegung auf 9 Uhr. Und auf 12 Uhr. Katz, bringen Sie uns raus hier. Wir können doch Hartmann nicht hier lassen. Des Panzers war die Welt unmittelbarer. Der Geruch und Blut und Nestele.